Tagchen Leute, schön und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Jetzt eine lange Zeit war jetzt kein neues Video online, lag daran, dass ich mit meiner Tochter im Urlaub war, auf Arbeit viel Stress ist und die Personaldecke bedingt durch Krankheit, Urlaub auch nicht gerade übermäßig vor Ersatzleuten sprudelt. Heute bin ich endlich mal wieder auf dem Mountainbike unterwegs, wie ihr sehen könnt. Und genieße auch einfach den Tag mal wieder wirklich durch den Wald zu schredden. Ich bin heute im Norden von Berlin unterwegs. Hier war ich mittlerweile jetzt schon zwei oder dreimal fahren, denke aber, habe noch nicht alles gefunden, was hier wirklich möglich ist. Und wir gucken heute einfach mal, was das Gebiet noch so für Potenzial zu bieten hat und ob wir noch ein paar schöne Trails finden, auf denen wir Spaß haben. Ich hoffe, ihr genießt das Video genauso, wie ich die Fahrten heute genieße und viel Spaß beim Gucken. Trails werden hier heute alle ein bisschen blind gefahren. Also eigentlich unbekannt sind. Aber ich denke, sollten wir hinkriegen. Staubigen Tagen oder Wochen, bis wir letzte Nacht hier megamäßig geschüttet haben. Rein in den nächsten. Ja, gut geht. Und zack. Ich wollte das Video schon ausmachen, dann aber gesehen, hier geht es noch weiter. Bin noch nicht mehr ganz so steil, aber alle gut. Hier ist der Trail-Einstieg. Dann laufen wir die nochmal nach oben, weil ich da oben nämlich noch einen anderen coolen Trail gesehen habe, wo ich denke, der lohnt sich mal anzuschauen. Verkehrt. Wenn ihr heute übrigens irgendwelche der Plätschere hört,
Nicht wundern, das ist meine Trinkblase. Wenn sich gefühlt anhört, wegen den ganzen Pool hinten rumschleppen. Nebenbei sei angemerkt, dass mein Dreifuß von meiner zweiten Cam gerade das Zeitliche gesegnet hat. Sowohl ein Bein ist ab, als auch der Schnappverschluss, um die Kammer richtig zu fixieren, funktioniert nicht mehr. Könnt ihr einen guten Dreifuß empfehlen, der, ich sage jetzt mal, nicht ein Vermögen kostet, aber der wenigstens halbwegs stabile Qualität bietet und ein gutes Handling hat? Wenn ja, schreibt es mal in die Kommentare. Wir gucken einfach mal, wo uns der Weg hinführt und was er so zu bieten hat. Totholz. Relativ klein. Freunde, wie ihr seht, ein Trail geradeaus, der andere geht nach links. Entscheidung ist schwer. Ich glaube, wir probieren ihn geradeaus mal aus. Und kann sein, dass wir den linken danach nehmen. Mega fluffig. Es war ganz schön rutschig. Nun der linke Trail. Extra für euch nochmal nach oben geschoben, damit wir hier auch ja nichts irgendwie verpassen. Schade, wenn wir endlich wieder biken können. Dann sollen wir den Quatsch hier eigentlich mitnehmen. Hua. Wir nehmen alles mit. Keine Ahnung, wo es jetzt hinführt, aber hey. Und eine Straße. So Leute, wie ihr sehen könnt, hat mich die Zivilisation wieder. Es ist kurz nach 14 Uhr, als meine Freundin hat Schichtende von ihrer Frühschicht. Und wenn ich schon mal frei habe und dadurch, dass sie ja wie gesagt auch in Schichten arbeitet, sollte man auch die Zeit nutzen. Also ist die Mountainbike-Runde für heute beendet. Hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Und habt einen schönen Tag, geht raus. Und wie immer das Motto, ride fast, ride wide and live free.